Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst an diesem irgendwie doch recht seltsamen Sonntag. Eigentlich wären an diesem Wochenende 13 unserer Konfirmanden und Konfirmandinnen konfirmiert worden. Junge Menschen, die sich für einen Weg mit Gott entschieden haben und die das auch laut bekräftigen wollten hier in dieser Kirche und die anschließend dann mit ihren Freunden und Familien gefeiert hätten und sicher auch schöne Geschenke bekommen hätten. Und wir hätten ihnen das sehr gegönnt. Aber Corona macht das unmöglich. Wir bleiben also zu Hause und das ist ja auch gut so, denn wir wollen gesund bleiben. Voller Sorge blicke ich an diesem Sonntag auch auf die Bewohnerinnen und Bewohner und die Pflegekräfte von unseren Pflegeeinrichtungen hier in Lauenburg. Im Askania-Haus hat sich jemand mit Corona infiziert und auch im Walter-Gerling-Haus haben Menschen das Virus bekommen. Zwei sind sogar daran verstorben. Für sie zünde ich eine Kerze an. Das in der Hoffnung darauf, dass sie jetzt bei Gott geborgen sind. Ich zünde außerdem eine Kerze an für die Bewohnerinnen und Bewohner, für ihre Angehörigen und Freunde, die jetzt Angst haben. Und schließlich auch eine Kerze für die Pflegekräfte, die jetzt gerade ihr Bestes geben und dabei manchmal bis an die Belastungsgrenze gelangen. Auch an Sie möchte ich in diesem Gottesdienst ganz besonders denken. Ja, und dann ist da dieser Spruch aus der Bibel über den guten Hirten, der für uns da ist. Ein Trostwort, das uns ebenso durch diesen Gottesdienst geleiten soll. Es soll das tun, was biblische Worte ebenso tun, nämlich uns Mut machen und Zuversicht stärken. Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Amen. Thank you.
Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Vielen Dank, Christina. Gott, gebe uns ein Herz für ihr Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Rituale sind toll. Sie geben dem größten Durcheinander eine Struktur, fördern die Konzentration auf das Wesentliche und schaffen Ruhe durch Vertrautes, auch in bewegten Zeiten. Im Konfirmandinnenunterricht beginnen wir deshalb immer mit einem Ritual. Wir reichen uns Körbe mit Steinen und Federn und jeder und jede nimmt sich, was eben gerade passt. Einen Stein. Wenn gerade etwas drückt oder belastet im Leben. Oder eine Feder, wenn das Leben gerade so richtig leicht ist. Oder vielleicht sogar beides, denn meistens ist das Leben ja nicht schwarz oder weiß. Und dann beginnen wir reihum zu erzählen von dem, was drückt und dem, was schön ist, und legen die Steine und die Federn auf den Altar. Ballast, den wir Gott anvertrauen, und Dank, den wir einfach mal aussprechen wollen. Danach beten wir. Ein Gebet, das Menschen schon seit Jahrtausenden beten, das sogar schon Jesus kannte und das auch er gebetet hat, nämlich den 23. Psalm. Der ist sowas wie ein Mutmachlied. Damals hat man es gesungen, heute wird es gesprochen, immer dann, wenn Menschen um Zuversicht ringen. Sich ins Gedächtnis rufen wollen, dass Gott es eben gut mit ihnen meint. Denn manchmal vergisst man das ja. Mir jedenfalls geht es so. Über Generationen wurde der 23. Psalm also vererbt, wurde auswendig gelernt, um immer abrufbar zu sein, in allen Lebenslagen. Vor schweren Prüfungen, wichtigen Entscheidungen, in gefährlichen Situationen und auch bei Krankheit. Wenn einer sich einsam fühlte oder gepiesackt wurde, wenn eine um einen lieben Menschen getrauert hat oder die Welt um sich herum einfach nicht mehr verstanden hat. Verse aus dem 23. Psalm begegnen bei Taufen und bei Konfirmationen, aber auch oft bei der Beerdigung. Und selbst wenn die Erinnerungen verblassen, gerade Demente, erinnern diese Verse aus dem 23. Psalm oftmals noch. Er hat sich ihnen gewissermaßen ins Herz geschrieben und das hat er auch bei mir. Obwohl ich das im Psalm zugrunde liegende Bild vom Hirten und seinen Schafen ja eigentlich irgendwie auch befremdlich finde. Ich bin nämlich eine, die auch mal gegen den Strom schwimmt, gerne rebelliert und auch mal protestiert. Und ich mag es, meinen eigenen Kopf einzuschalten und selber zu denken. Aber Schafe? Die sind doch eigentlich ziemlich dumm. Grasen ohne Orientierung und ohne einen Hirten oder eine Hirtin gehen sie verloren. Und so eins soll ich sein, wenn ich bete, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich will mir Schafe jetzt gar nicht schönreden. Aber was Schafe können und was mir schwerfällt, das ist Vertrauen. Also dran glauben, dass etwas gut wird, wenn jemand anderes mein Leben in die Hand nimmt. Zum Beispiel im Krankenhaus, wo man plötzlich so viele Dinge tun und lassen muss, die einem völlig widerstreben. Nach einem Kaiserschnitt wieder aufstehen zum Beispiel, obwohl die Schmerzen unerträglich sind. Oder vor einer OP nichts essen oder trinken, obwohl der Magen knurrt und einem schon ganz schummrig ist. Dann sind es Ärztinnen und Pflegepersonal, auf die ich mich verlassen muss. Eben,
damit es mir später gut geht. Aktuell ist die Situation ja ganz ähnlich. Da plagt uns ein tödlicher Virus, über den man bisher noch gar nichts oder wenig weiß, und trotzdem müssen Entscheidungen getroffen werden. Da zermartern sich Epidemiologinnen und Virologen die Köpfe darüber, wie sich Corona eindämmen lässt und in den Griff kriegen lässt. Und Politiker und Politikerinnen müssen dann abwägen, was davon gesellschaftlich tragbar ist und was nicht. Keine leichte Aufgabe, absolut nicht. Und keinenfalls leichter wird sie dadurch, dass viele nicht mitziehen, stattdessen lieber selber entscheiden wollen, was eben gut und richtig für sie ist. Keine staatliche Bevormundung, sondern persönliche Freiheit fördern. Soziale Nähe statt Isolation. Ich kann das gut verstehen. Und dennoch wünschte ich mir manchmal, wir wären gerade jetzt so etwas wie eine Herde, würden an einem gemeinsamen Strang ziehen und einem Hirten oder einer Hirtin vertrauen. Gottvertrauen heißt freilich noch mehr als irgendwie aktuell Christian Drosten oder Angela Merkel zu vertrauen. Einen vertrauensvollen Lebensstil, den muss man üben. Der stellt sich nicht von selber ein. Und man kann daran natürlich immer wieder scheitern. Ich kenne das gut. Wenn man es dann aber doch irgendwie schafft zu vertrauen, dann kann das sehr, sehr heilsam sein. Denn Gott sorgt für uns, weidet uns auf einer grünen Aue und führt uns zum frischen Wasser. Selbst in den allergrößten Nöten, da weicht Gott nicht von unserer Seite. Und das tröstet mich. Meine Hoffnung ist, dass dieser Gedanke auch die Angehörigen erreicht, die jetzt um die Verstorbenen in den Pflegeheimen trauern und in allergrößter Sorge sind, die keine Besuche mehr machen dürfen, auch wenn sie es sich vielleicht noch so sehr wünschen, die nicht mal Abschied nehmen können, weil es Sicherheitsmaßnahmen so vorsehen. Ja, in so einer Situation, da ist es gut, wenn eine oder einer auf Gottes unsichtbare Hand vertrauen kann. Wie ein Stecken oder ein Stab zieht sie mich hoch, zurück ins Leben. Für diejenigen, für die das Leben zu Ende geht, durch Corona oder eine andere schwere Krankheit, mag der Schlussvers des Psalms möglicherweise tröstlich sein. Für meine eigene Oma jedenfalls war das damals auf dem Sterbebett im Krankenhaus. Ich weiß noch, ihre Gesichtszüge, die haben sich damals entspannt und sie hat plötzlich ganz ruhig geatmet, als sie ihn gehört hat. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Auch wenn wir einmal gehen, Gott geht nicht. Wir bleiben bei Gott im Leben und im Sterben und auch darüber hinaus. Der Tod kann dieses Band nicht einfach lösen. Ein Zeichen dafür, das sind diese Steine. Sie erinnern mich an die Steine, die symbolisieren, was die Konfis bedrückt und ihnen das Leben schwer macht. Heute sicher die Tatsache, dass wir die Konfirmationen verschieben mussten und noch gar nicht absehbar ist, wann wir diesen wichtigen Termin denn nachholen können. Sie erinnern mich auch an den Stein vor Jesu Grab, mächtig und schwer, aber nicht unbeweglich. Denn dieser Stein, der wurde weggerollt, ist so also zum Hoffnungszeichen geworden. Ein Zeichen dafür, dass Gott stärker ist als der Tod. Gott hilft uns aufstehen, auch mitten im Leben. Was uns heute bedrückt, ja, davon bin ich überzeugt, das wird sich verwandeln in etwas Wunderschönes. Und dafür, genau dafür stehen diese Steine. Die bekommen die Konfis nämlich heute, zusammen mit einem Brief, der ihnen nach Hause gebracht wird. Und daran erinnert mich auch der Psalm 23, den wir so oft zusammen gebetet haben, in der Gemeinschaft mit allen Christinnen und Christen auf dieser Welt. Ja, und vielleicht magst du es ja selbst auch einmal probieren, dich einlassen auf dieses Bild vom guten Hirten
um es dann mal selber zu fühlen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mein Kopf ist in diesen Tagen ganz voll und ich bin unruhig geworden. So viele Gedanken, Bitten und Sorgen, die mich beschäftigen. Und ich habe die Anliegen aus unserer Gemeinde gesammelt und will sie nun Gott stellvertretend vor dich bringen. Dass die Bitte, dass all unsere Eltern und Großeltern, Kinder, Freunde und Nachbarn gesund bleiben und behütet. Und die Bitte, dass Menschen die Schutzmaßnahmen ernst nehmen und Abstand halten, auch wenn es schwerfällt und irgendwie surreal ist. Dass der Wunsch, dass die Kinder bald wieder die Großeltern sehen dürfen und gemeinsam ein Geburtstagsfest feiern können. Denn Geburtstag ohne Oma und Opa, das ist irgendwie traurig. Dass die Sorge um die deutsche Wirtschaft, die vielen Menschen in Kurzarbeit, die Selbstständigen, die ihre Cafés und Läden geschlossen halten müssen oder mit deutlich weniger Kundschaft rechnen müssen. Da ist der Wunsch eines Gemeindeglieds, nicht den Mut zu verlieren und nicht wieder depressiv zu werden. Der Wunsch, dass Kriege beendet werden, Hass, Rassismus und Gewalt und Menschenfeindlichkeit beendet werden und die Nazis zum Umdenken bewogen werden. Gottes Segen für die Menschheit, egal wie er genannt wird, und für die Erde, die uns geschenkt wurde. Dass die Bitte für Familie Graham, die aktuell trauert, um ihre Mutter, Schwiegermutter, Oma und deshalb deinen Beistand besonders braucht. Die Bitte,
dass es unseren Konfis und ihren Familien heute gut geht und sie nicht allzu traurig sind. Lenke ihren Blick auf das, was gerade gut ist. Und dann die Bitte, dass du jetzt ganz besonders den Pflegekräften in unseren Heimen Kraft gibst und bei den Corona-Kranken und ihren Angehörigen bist. Und dass es nicht noch mehr werden, die sich anstecken und dass Lauenburg wieder Corona-frei wird und die ganze Welt. Mit Jesus bitte ich, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen Gottes, der stärke und behüte euch für die kommende Zeit. Gott segne dich und Gott behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Bleibt gesund und behütet.